Und jetzt? So. Warum, jetzt muss ich die wahrscheinlich... zu helfen. Bring ihn zum ägyptischen Bezirk. Jojo. Müssen wir jetzt 300 Meter? Ηλικιώτης ανθρώπων, ούκ έχει πέρας. Warte mal, wenn ich jetzt aufs Pär steige. Mach die mit. Sehr gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber da passiert endlich bestimmt was Böses. Planänderung, Herakles. Wer? Na, schon gut. Kind, ich bringe dich jetzt nach Hause. Ich gehe nicht. Kennst du eigentlich die Priester hier? Langweilig. Nein, ich muss auf den zentralen Markt. Ich habe von neuen persischen Stoffen gehört. Ich brauche sie. Sonst was? Sonst schreie ich. Dann kommen die Soldaten. Und dann, nun, selbst wenn du überlebst, wird Vater sehr erzürnt sein. Anubis soll diese Stadt holen. Bist du Sachmet in Verkleidung? Ist das eine Prüfung? Wie war das? Ach, nichts. Gut, zuerst holen wir mein Pferd. Sie wird furchtbar behandelt, wenn ich nicht in der Nähe bin. Oh. Ich liebe diesen Teil der Stadt einfach. So rustikal. Man kann es förmlich riechen. Sie leben ein wahrlich einfaches Leben hier. Pegasus kann es einfach nicht erwarten, mich... Junge Dame, wie schön, euch wiederzusehen. Wir ließen sie neu beschlagen, wie gewünscht. Na also, war das so schwierig? Wo ist meine Bezahlung? Ich sollte dich nur nach Hause bringen. Nicht für dein Pferd bezahlen. Ich bin sicher, mein Vater wäre nicht erfreut, dass du das vor dem da diskutierst, Pferdemann. Natürlich. Ich bespreche das mit deinem Vater. Oh, Pegasus. Ich weiß, du hast mich vermisst. Ja, das hast du, du wunderbares Geschöpf. Wenn du nur Flügel hättest. Zeit zu gehen, Leibwächter. Jetzt reicht es mir. Ich bringe dich nach Hause, Prinzessin Kara. Oh, ihr großen Kerle seid alle gleich. Ihr gönnt mir auch keinen Spaß. Ich sollte dich hier lassen. Es ist deine Pflicht, mich sicher abzuliefern, oder nicht? Wer würde davon erfahren? Dein Gewissen wüsste es. Das ist also hier in der Stadt, ne? Dort hatte ich meine erste Level höher als ich. Diskussion mit einem Soldaten. Ich bin sicher, er war sehr dankbar. Wir Oha. Müssen zum Markt und Stoffe kaufen. Ich bringe dich nach Hause, wie es dein Vater wollte. Und nichts anderes. Jetzt reit vor. Weißt du, du machst alle meine Chancen zunichte, dieses perfekte Leinen zu bekommen. Da gibt es Unterschiede? Ja, klar, du Junge. Du bist viel ernster als meine üblichen Leibwächter. Du könntest dich mehr beeilen, Leibwächter. Ich habe einen Namen. Serapis. Die Schlange bekommt eine Antwort. Bayek? Ah, du kennst meinen Namen. Ich kann mich an alle ihre Namen erinnern. Wessen Namen? Die der Leibwachen. Ich schicke ihren Familien sogar Geschenke, wenn ich kann. Kara. Kara. Ja? Wenn wir Leinen für dich finden, wärst du glücklich? Wirklich? Natürlich. Danke, Bayek. Halt. Du hast einen wirklich interessanten Blick. Danke. Was ist das für ein Gespräch, ey? Vielleicht ramme ich mal selber das Messer rein. Wir sind fast da. Endlich. Ich muss kurz eine Ausrüstungsverbesserung machen. Ich bin hier inkognito, ne, wie ich's. Ich kann erkennen. Oh, ne, bin ich Aha, wieder hier. Endlich! Diese Stoffe sehen gut aus.
Oh, das ist aber schwer. Würdest du mir helfen? Bayek! Pegasus! Sie wurde gestohlen! Bleib hier! Geh nicht weg! Ah. Boah, der ist schneller, guck mal. Das nimm ich. Ey, scheiße. Scheiße, das Pier ist tot. Okay. Hans, das küsst mir nur laden. Hoffentlich ist das jetzt nicht zu weit weg. Müssen wir jetzt schnell entgegenkommen, ne? Ja, das ist doch schon mal gut. Wow. Oh. Gebadet. Was? Reich in Sicherheit, Türe auf die Straße! Hör! Hör! Oh. Ha. So. Erledigt. Jetzt hole ich Pegasus nochmal mit. Oh, ruhig, Mädchen. Ich bring dich zurück. Deine anstrengende Herrin vermisst dich schon. Pegasus, hm? Gefällt mir. Gut für ein Pferd. Du würdest Aya gefallen. Bewegung! Wow. Weg da! Hm.
Oh, her! So, dann bringe ich schon mal die Milchkuh wieder zurück. Hierher, Bayek! Papa, aber Pegasus hat gelahmt. Bayek ließ sie versorgen. Er war nur kurz weg. Ah, ich habe gehört, es gab Ärger, aber meine Prinzessin sagt, du warst der Held des Tages. Klar. Kann er für immer mein Leibwächter sein? Bitte, Vater. Wie viel kostet es, ein Magi-Fest anzuheuern? Ich bin nur für kurze Zeit hier. Schade. Dann nimm bitte diese äußerst großzügige Belohnung für deinen Dienst an. Ich bin mal gespannt. Ja. Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch Papyrus oder irgendwas. Ein Papyrus. 650 Meter weiter oben. Auf dieser Höhe. 43 Meter noch. Ja. Und Platz. Jetzt haben wir das, die Hauptquest. Die machen wir jetzt. Nördlichen Docks, wo sind das? Ach du Kacke. Schon der Aussichtsturm, ne? So. Halt! Bleib stehen! Wo ist der Aussichtspunkt? Ich glaube, das Teil da oben, ja. Alexander dem Großen. Oh. Da kecht mir noch. Ja, ich mach die erste Mal die Hauptquest. In 13 Minuten wieder, dann ist es gleich nochmal. Da bin ich gleich da. Mit dem Navi, das ist echt geil. Der fährt zu langsam, ich brauch so schnelles. So ein Wüstenflitzer. Wow. Das ist von mir! Alle Schriften müssen in der großen Bibliothek kopiert werden. Die könnt ihr nicht. Wie soll ich Aya zwischen all diesen Schriftrollen finden? Plato, Sappho und Aristoteles wird sich dein Gekritzel dann wohl nicht gesellen. Ich finde ja, Phanos redet zu viel. Er hat interessante Ideen. Sehr radikal. Fast beängstigend. Da hast du recht. Schmina 26. Oh, was kecht mir noch? Nun ist Kedden. Die Holländer sind immer nicht so eindeutig, wo die liegen. Das Wissen der gesamten Welt steht euch zur Verfügung. Hier könnt ihr in Ruhe. Also gut. Serapis. Was jetzt?
Wo ist Aya? Die Hauptquest jetzt. Ah, Serapis. Ich verfasste einen tragikomischen pastoralen Epos über ihn. Du bist Baik, oder? Aya würde dich gerne sehen. Ist sie sicher? Beeilung, folge mir. Ich kann keinem trauen. Es tut mir leid, guter Mann. Du scheinst betrunken zu sein. Die Bibliothek ist für ernsthafte Gelehrte. Sie hat sich versteckt. Wer bist du? Ah, du interessierst dich für homerische Verse. Hier entlang. Ich bin Ayas Vetter, Phanos. Ah ja, Phanos. Schön, dich kennenzulernen. Erzähl mir, was mit Aya geschehen ist. Warum die Heimlichtuerei? Gennadios lässt seine Männer die Häuser durchsuchen. Oft zerren sie Menschen auf die Straße und foltern sie für Informationen. So, warte, ich habe noch Fähigkeiten jetzt grit, ne? 4 Punkte sogar, geil. Hauptfeuerflug zu steuern, jetzt kommt das Punkt. Nach einem Heimisch geben mit deinem Bogen. Okay. So. Typisch für das Regime, unter dem wir leben. Deine Kusumanton. Nee. Was macht das da? Erhöht den Schaden all deiner Bögen, aber die kann mehrmals erlangt werden. Ah, okay. Kann ich mehrmals machen. Aber ich mache als nächstes das. Da brauche ich 3 Punkte. Heimisch im Kill, weil da ist nämlich für 3 Sekunden Zeitlupe aktiviert. Da kann ich dann den nächsten Arc anmümpeln. Ja.